Freut mich sehr, dass ihr alle hier seid. Mein Name ist Johannes. Ich bin Punkt Midi und mache Techno-Musik. Ich würde sie als ravig, clean und treibend bezeichnen. Kurz über mich, ich komme aus München ursprünglich und bin hier hingezogen vor 2 Jahren zum Studieren. Studiere Schauspiel tatsächlich und mache das eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Und Musik ist so mein zweites künstlerisches Dasein. Genau, und dann habe ich hier ganz viele tolle, liebe Menschen kennengelernt in Berlin. Und seitdem passiert echt viel. Und produzieren tue ich, seit ich 14 bin. Ich habe mit 6 angefangen, Schlagzeug zu spielen und habe viel in Bands gespielt, Big Bands, Rockbands, Metalbands, und bin dann irgendwann in die elektronische Musik übergeschwappt. Habe angefangen mit Dubstep, als es noch in war. Auch noch mit Fruity Loops damals. Und hat sich dann alles so langsam in Richtung Techno entwickelt, über Future House. Ich habe auch eine Zeit lang EDM gemacht. Ja, dunkle Zeiten. Und genau, so ist mein Werdegang. Dann habe ich 2016 angefangen, Techno zu machen, habe sehr viel melodischen Kram gemacht, sehr langsam, und hat sich dann immer in eine härtere Richtung entwickelt. Und habe dann so richtig mit Punkt Midi gestartet, mit einer Rave-Reihe in München, so richtig Underground-Raves, in irgendwelchen Kanälen, Tunneln oder was nicht alles. Und habe da für so 7 Stunden straight alleine einfach aufgelegt, Non-Profit, so 5 Baustellenlampen gehabt, und es waren so richtig so Underground-Raves. Damit hat es so angefangen. Moin! Wunderbar, danke. Mal sehen. Genau, damit hat das so angefangen. Und dann kam Corona. Und dann habe ich mir gedacht, ich höre jetzt auf zu zocken. Ich war extrem LOL-süchtig und habe mir vorgenommen, für die Quarantäne aufzuhören zu zocken und mich nur auf die Musik zu konzentrieren. Und dann habe ich wirklich richtig angefangen, einfach nur noch zu produzieren. Und so sind dann Tracks entstanden, damals noch ganz viel mit Counts zusammen. Und so ist es dann passiert. Und dann hat sich das verselbstständigt irgendwie. Und für jeden, der irgendwie Musik da draußen macht und krass prokrastiniert und nicht schafft zu releasen, macht's einfach. So, also ich habe dann Progress gemacht, als ich Tracks released habe und Leute das hören konnten und Feedback gegeben haben. Und es ist jetzt so, dass die Community, die meine Mucke hört, seit 2 Jahren quasi kontinuierlich mit mir mitwächst. Und das ist einfach das Beste, was man machen kann. So. Also just do it. Genau. Was wir heute mal machen, ich erzähle so ein bisschen über meinen Track Birds. Den habe ich auf Katana released. So einer meiner, ich würde sagen, am saubersten produzierten Tracks. Extrem clean. Eine Bass-Kick, einfach Kick-Bass. Gehen wir gleich rein, und ich zeige euch so ein bisschen eben Kickbass Fokus, weil ich weil das irgendwie so extrem wichtig für mich ist, dass ich richtig schöne schiebende Kickbässe habe, die so von unten kommen, wenn man so im Club steht und so sagt, ja, nice. So soll das sein, und das passiert, also ich erlebe selten, dass mich Rumble Kicks überzeugen, weil die vor allem für Anlagen einfach scheiße sind, weil so undefinierte Sinuswellen für Bassbässe einfach echt Schwachsinn sind eigentlich. Und so richtig schön definierte, saubere Sinusbässe richtig schön für Anlagen sind, und deswegen drückt es dann halt auch umso mehr. Genau, deswegen habe ich mich komplett von Rumble Kicks verabschiedet, und man kann auch so richtig Schieber-Techno machen, der auch bunkerig klingt. Also man braucht keine Rumble Kicks. genau. Und dann rede ich so ein bisschen über so ein paar kleine Tipps, die ich so habe, oder so Kniffe, die ich extrem gerne benutze, auch Workflow-mäßig.
ein bisschen übers Mixing. Und dann gehen wir noch eine kleine Mastering-Kette rein von Birds. Ist jetzt nicht so mega aufwendig, aber um einfach mal zu zeigen, wie ich da so, wie da so mein Ansatz ist. Genau. Ihr seht hier schon mein schönes Ableton. Ich habe mir alles sehr customized, sowohl der Skin als auch hier irgendwie die Organisation von den ganzen Plugins und so weiter und so fort, weil ich extrem schnellen Workflow habe, auch eigentlich nur mit Laptop arbeite, auch nur mit Tastatur. Ich benutze in den seltensten Fällen ein MIDI-Keyboard oder sowas und spiele eigentlich immer nur auf der Tastatur. Und deswegen in the box und dann halt richtig schön schnellen Workflow mit den ganzen Hotkeys und so weiter. Ein Hotkey, den ich zuletzt gelernt habe, der vielleicht interessant ist für ein paar, ist Command E. Ich habe Ewigkeiten immer, wenn ich Tracks arrangen wollte, habe ich immer so gemacht, halt irgendwie einen Loop reingesetzt und diesen ganzen dann, wenn ich jetzt hier eine 16er Bar reinschieben wollte oder so weiter, per Hand halt irgendwie nach hinten verschoben. Und jetzt habe ich einen glorreichen Trick gefunden, dass man einfach die Zeit, die man einfügen möchte, markieren kann und einfach Command I drückt und dann ist da die Lücke. Es war ein mindblowing Trick für mich, den ich jetzt sehr, sehr gerne anwende. Genau, wir starten mal rein. Kurz vorab, ich habe einen neuen M1 Mac und die Labs Plugins funktionieren leider nicht von Spitfire, die sind noch nicht kompatibel. Und die Keyboards hier aus dem von dem Track sind eigentlich aus Labs, aber die funktionieren nicht, weil M1 noch nicht kompatibel ist. Und deswegen habe ich jetzt irgendwie so ein Billo Keyboard reingemacht, was nicht so geil klingt. Von dem Track gecatcht haben irgendwie. Genau, ist irgendwie ja recht clean. Grundsätzlich, ich bin extrem unordentlich, was so das Organisieren innerhalb eines hier Tracks betrifft oder eines Projekts. Das ist jetzt außerordentlich sauber und ich habe noch extrem aufgeräumt, damit es irgendwie einigermaßen nach was aussieht. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der Kick an. Genau, die Kick ist, gelinde gesagt, ein Serum-Bass und eine einfache Kick-Sample. Ich mag extrem gerne kurze Kicks, die extrem compressed sind, damit die einfach nur den Punch richtig schön drücken. Und der Rest macht eigentlich der Bass dann. Und hier ist schon mal die Thema Nummer 1, Sidechaining. Da hat Pico euch ja schon ein bisschen was erklärt.
Ich mache das, glaube ich, so, wie es niemand tut. Und zwar mache ich das mit einer Gain Automation per Hand. Ich habe jetzt hier den Bass, der, nochmal kurz im Bass, einfach an sich ein stinknormaler Serum Bass, einfach nur Sinus Brass Bass ist, mehr nicht. Und dann so ein bisschen Processing, Saturation. Ich bin extremer Fabfilter-Fanatiker und benutze überwiegend eigentlich Fabfilter-Plugins, unter anderem den Saturn. Ist der beste Multiband-Saturator, den man sich zulegen kann. Die Sachen sind ein bisschen teuer, aber wenn man sie einmal hat, dann möchte man nichts anderes mehr haben. Also starke Empfehlung von mir. Gibt es auch immer mal nicht viele Sales, aber auf Black Friday kann man die sich ganz gut catchen. Oder piraten. Aber bei Apple echt schwierig. Also, und ich bin eher da der Kaufmensch. Genau. Sidechaining. Ich sidechaine, indem ich einfach eine Gain automatisiere. Das mache ich deshalb, weil ich für mich so den besten Überblick davon habe, wie die Kick mit dem Bass zusammen funktioniert. Ich benutze Kicks immer als Audiodatei in der Spur und lege quasi dann die Sidechain-Automation direkt an die Kick ran und versuche eben die Form der Kick so ein bisschen nachzumalen und habe damit irgendwie immer die beste Erfahrung mitgemacht. Ja, wenn ihr Fragen habt, bitte stellt, gell? Genau, deswegen per Hand Sidechain, ich weiß nicht, ob das irgendwer sonst macht. Ich finde es extrem geil. Man kann meiner Meinung nach extrem gut irgendwie einen Groove herkriegen. Man kriegt richtig schön Swing rein, wenn man das Tail verkürzt von dem Sidechain und den quasi ein bisschen wieder runterduckt früher. Wichtig ist, dass man ihn runterduckt, bevor er wieder auf Null anfängt, weil du sonst einen zu großen Abstand von laut und leise hast und dann fängt es an zu klicken. Und so matche ich dann die Kicks mit dem Bass zusammen. So kann man jetzt hier schon die Sidechain einfach manipulieren. Steiler. Flacher. Wenn man sie kürzer macht, dann ist ein bisschen bounciger. Kann man auch noch abrunden. Genau. So mache ich meine Sidechains. Und dann ist eigentlich die Kick auch schon fast fertig. Auch wieder Fabfilter Processing. Ein Kompressor einfach, der das so ein bisschen zusammenmatscht. Vor allem in den Mittenbereichen. Und dahinter wieder ein schöner Multiband Saturn. Der klingt ohne. Wurde wohl wieder rausgenommen, der Gute. Ah, dann ist es wahrscheinlich hier drauf. Auch noch Compression. Ach ja, so ist das. Hier der Decapitator, der wäre auch mal drin. Der ist dann auch immer wieder verabschiedet. Ja. So, das war es eigentlich. Sehr simpel. Sinus, Kick. Ich benutze hauptsächlich EF, Dis. Und maximal Fis G-Bässe, weil ich einfach so schön tiefe Bässe einfach extrem gerne mag. Schön unten, ja, genau. Genau, machen wir weiter mit ein bisschen dem Synthi, der hier reinkommt, weil den finde ich, glaube ich, die könnte interessant sein.
bisschen abgespackt. Ich mach mal alles aus. Das ist der Ursprungssound. Und genau, jetzt geht's ins Processing. Ist an sich einfach ein Serum-Sound mit einem Arpeggiator. Ein Plugged Preset aus irgendeinem Pack. Und hab den dann ein bisschen saturiert. Ein bisschen EQ'd, dann ist quasi schon eigentlich nichts mehr vorhanden. Kleinen Limiter rein und dann geht das Soundling los. Der Spektralresonator ist ein Plugin, was mit Ableton 11 dazu kam und wirklich eins meiner absoluten Lieblingsgeräte. Der resoniert quasi einfach Audiosignale, entweder mit den MIDI-Noten, die vorhanden sind, oder auch externe MIDI-Noten, eben die du routen kannst über MIDI From. Und dadurch kriegt es einen harmonischen Klang, weil es quasi zu einer Harmonik gezwungen wird. Und gleichzeitig ist es so eine Abspackung durch diesen Resonator. Und dann ist hier der Chip automatisiert. Ist einfach quasi ein Pitch nach oben. Und jetzt die UK ist auch automatisiert. Dann kommt das Delay rein, um diese Ping-Pong-Feeling zu kriegen. Und dann ein bisschen hier Sidechain und ein bisschen Echo. Irgendwie ein Echo-Boy, das gibt's eigentlich auch egal. Genau. Krankes Gerät. Und hier kann man auch noch Multi mit mehreren Stimmen und so arbeiten. Dann wird es noch abgespackter. Es gibt auch so verschiedene Presets, so Gesprenkel. Kann ich sehr empfehlen, da mal ein bisschen mit drin zu basteln. Mit dem kann man auch richtig gut Stimmen zu quasi Melodien zwingen. Indem du einfach eben eine Stimme nimmst, Resonator drauf packst und dann mit MIDI-Root auf irgendein Klavier oder so packst. Und dann hast du richtig schöne, so resonierte Vocoder-Vibes in der Stimme. Klingt richtig geil. Genau. Nein. Ja. Genau, ja, gibt's auch. Der kann halt schon ein bisschen mehr, auch mit eben mit diesem zu Sachen zwingen und so weiter, ist halt krass, dass der eben MIDI-Signale nehmen kann und dann so zu Noten zwingt. Und genau, hier ist er jetzt einfach auf dem E eingestellt, weil der Track E-Minor ist. Genau. Genau, dann wollte ich noch ein bisschen quatschen über so Effects, FX, Riser und so weiter, weil ich das extremst viel benutze. Und meiner Meinung nach extrem wichtig ist, abseits von Automation eben Effekte zu benutzen, vor allem Riser und Impact, um einfach Spannung aufzubauen. Ich mache auch immer so extrem lange Breaks, eigentlich sehr auch eben so Future House, EDM-Vibe inspirierte Breaks, die extrem reduzieren und sich dann sehr, sehr lange wieder aufbauen. Und das ist 90% einfach White Noise und so ein paar Uprising Synthesizer, die eigentlich nur quasi hochgepitcht werden. Und hier sind so ein paar, das ist jetzt so ein Background Shimmer Bass. Halt direkt irgendwie wieder ein Vibe mit reinbringt. Viel, viel Reverb, irgendein kleines Sample und halt so ganz viele White Noise Impacts, die eigentlich quasi die ganze Zeit kommen.
mit so ein bisschen Hintergrund, Ambient-Kram. Es ist irgendwie alles immer, finde ich, wichtig, dass die Tracks so eine Textur kriegen. Und es passiert am ehesten durch so Background. Können es mal ausmachen. Vor allem in dem Part ist es dann, was ich noch so percussionmäßig sagen wollte, ich benutze extrem gerne die Standard Drums hier Kits von Ableton und jag die so ein bisschen durch irgendwelche Effekte durch. Und dann kann man mit denen ziemlich geile Grooves bauen, zum Beispiel wie. Das ist an sich einfach. Irgendein Kit und dann ein bisschen Compression drauf, Amp. Und es gibt dem Track so viel Vibe. Dann benutze ich extrem gerne so Bongos und so Cinematic Drum Samples, so richtig krass, so Stuff, weil die einfach so krass wie Energie transportieren und die lege ich einfach oft auch leise irgendwie drunter. Wie der hier zum Beispiel. Einfach nur, um einen Rhythmusgeber hinten dran zu haben, der super viele Schläge hat, also das, wo viel passiert, viel Dynamik, leise, laute Schläge, und es gibt einfach auch den Track sehr viel Drive und sehr viel Dynamik noch dazu, abseits von den normalen Heads irgendwie, wo ich sehr schlampig bin tatsächlich. Ich habe gar keinen Bock auf Heads, ich bin immer viel zu faul dafür und nehme immer irgendwelche Heads und mache das schnell, weil ich eigentlich, ja, einfach hier ein Sample und ein bisschen so ein bisschen Delay-Shuffle drauf, das war's. Weil ich echt, weiß nicht, komm da nicht in Drive rein. Freund von mir, der ist so krank am Nerden, der ist 70% seiner Zeit damit beschäftigt, irgendwie kranke Heads zu machen. Aber ich krieg das nicht hin. Und deswegen braucht's andere Elemente, die dann irgendwie noch mehr Dynamik und Drive reingeben bei mir. Ich benutze extrem selten Snares in meinen Tracks. Ich weiß nicht warum. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass sie oft abbremsen und ich eher so diesen, weiß ich nicht, so diesen flowy Vibe haben möchte. Und hier ist jetzt mal eine Ausnahme und ich ja, gerne. Ja. Nee, das ist nicht gesidechained. Das ist auch einfach nur auf die, ja, auf die Vollen spielt es in dem Fall jetzt. Nee, dadurch, dass es eben der Kick nicht in die Quere kommt, man will ja in dem Fall die Kick betonen mit einer Snare oder so. Und dann legt man es einfach auf die Ganzen drauf. Also hier kommt es jetzt auf der 2 und auf der 4, so wie eine Snare jetzt eben wäre. Wichtig ist Low-Cutting einfach. Da bin ich sehr penibel. Ich gucke wirklich, dass eigentlich nur der Bass und die Kick unterhalb von 100 Hertz stark repräsentiert sind. Und dann kann ja eigentlich nichts passieren. So ist auf der sicheren Seite. Genau. Und der Rest ist alles immer gesidechained. Also der hier auch nicht, aber der ist so leise, dass er eben einfach hinten mitlaufen soll. Und der Rest ist immer gesidechained eigentlich. Auch nochmal das Snare hier. Hier ist auch noch ein LFO drauf.
der so ein bisschen Filtering macht. So viel automatisieren wie irgendwie möglich, damit der Track einfach lebendig klingt. Das ist das Wichtigste, was man machen kann. Egal was, scheißegal. Ob Lautstärke, ob Filter, ob irgendwie ein bisschen Reverb, einfach machen. Und es gibt so viel Lebendigkeit im Track. Genau. Hier in dem Track habe ich tatsächlich kein Cent benutzt. Ist vielleicht auch interessant. Außer ein bisschen Reverb in den Breaks und so. Sondern alle quasi Reverb-Effekte oder sonstiges liegen direkt auf den Elementen drauf. Und somit gibt's eigentlich keinen Gruppenraum, der jetzt das ganze Projekt in einen Raum setzt oder so. Ja, ist vielleicht auch interessant, weil vor allem bei so atmosphärischem Techno und so weiter benutzt man das ja eigentlich sehr viel, dass man guckt, die Elemente sind alle in einem Raum drin. Mache ich sehr selten eigentlich. Genau. Dann vielleicht mal zum Build-up noch. Der kleine Build-up, der sich da so dazwischen quetscht. Extrem viel Cinematic Impacts und so weiter, wie schon gesagt. So was aufeinander stacken wie blöd. Im Tune, also ich arbeite wirklich extremst viel im Tune. Ich versuche sogar Heads und was nicht alles, Snares und so weiter, übers Gehör in Tune zu bringen, weil ich der Meinung bin, dass der Track dann so eine richtige Masse ist. Und das hört man auch wirklich. Also, gell? ja. Also das ist wirklich ein Tipp, den ich sehr wichtig finde, weil die Tracks direkt irgendwie richtig klingen. Also es macht direkt Spaß, es ist direkt, funktioniert direkt alles und man ist nicht abbemüht, irgendwie durch mehr Elemente dann noch mehr eine Masse hinzukriegen. Einfach die Sachen tunen in Key. Auch gerne einfach das Gehör trainieren dafür. Zu gucken, dass man eben Tunes hört. Dass man mal versucht, eine Snare auf ein E zu tunen oder so. Einfach nur per Gehör. Und das macht direkt so viel aus. Ich mache wirklich nur Gehör. Also alles ausschließlich nur Gehör. Ich habe auch nicht wirklich Plan von Notenlehre. So ein bisschen. Aber ich mache alles nach Gehör. Und das hat sich irgendwie sehr bewährt, funktioniert. Und das kann man auch trainieren, auf jeden Fall. Natürlich nur bis zu einem gewissen Grad, aber definitiv machbar. Vor allem so für Sachen tunen und Harmonieverhältnisse finden, wie schließen Harmonien richtig ab. Das ist einfach Übungssache und einfach machen, machen, machen und mal auch Musik hören, die nicht Techno ist. Ja. Klassik kann ich ans Herz legen. Jazz kann ich ans Herz legen. So Sachen, wo man sich wirklich musikalisch, harmonisch inspirieren lassen kann. Genau. Build-ups. Ist ja auch einfach so ein schöner Loop. Gibt einfach direkt so viel Energie. Egal was, irgendein Synthi-Sound nehmen und einfach hochpitchen und du hast direkt so viel Energie, die vor allem eben für Breaks total wichtig ist und Build-Ups. Ich benutze gerne Snare-Rolls, alles was irgendwie Energie aufbaut. Genauso auch hier nochmal. Ja,
dabei sein. Spannung, auch ganz viel so Räume aufmachen, Reverb. Ich benutze da immer ganz gerne Endless Smile, falls euch das so sagt, ich kann euch mal zeigen. Das sieht sehr lustig aus. So sieht es aus. Und der freut sich dann sehr, wenn hier Action abgeht. Und was es eigentlich macht, ist eigentlich Reverb, Low Cut, irgendwelche Delays und so weiter. Direkt alles in einem Paket. Und das ist für Bilder. Ist ein geiles Tool. Bockt sich. Genau. Dann ist vielleicht noch interessant der kleine Offbeat-Bass, Rhythmus-Bass, der hier dann noch reinkommt. Genau, das ist einfach ein Sample. Und den habe ich dann so ein bisschen getreated. Der ist auch gesidechained. Und mehr passiert eigentlich nicht tatsächlich. Ja, bitte. Was ist mit Phasenverschiebungen jetzt zwischen dem Bass und dem anderen Bass, den du draufkommst? Also dadurch ist eben jetzt auf die Kick halt gesidechained. Grundsätzlich kann sich da safe was kollidieren. Ich guck dann immer, dass ich das nur nach Gehör mache. Ich benutze jetzt keine konkreten Tools, wo ich sage, ich versuche das jetzt auszumerzen. In dem Fall hat es jetzt funktioniert. Eigentlich bin ich auch Verfechter davon, dass man nur einen Tiefbass hat, der spielt. In dem Fall hat es jetzt irgendwie ganz okay funktioniert. Aber auf ein paar Anlagen war es auch schon weird. Und ich, ja, an sich ist es dann auch irgendwie einfach Rumprobiererei. Solange ich jetzt alle anderen Elemente sind wirklich gelowcutted, die zwei sind die einzigen, die im Tiefbassbereich irgendwie unterwegs sind, dann ist es irgendwie okay. Und den Rest kann man dann noch durchs Mastering ausmerzen, wenn du irgendwie ab 30 Hertz dann irgendwie Verschiebung hast. Genau. Ja. Hier vielleicht der Synthi ist noch ganz interessant. Den hatten wir schon, genau. Das ist das Piano. Wo haben wir den denn? Jo. Genau, der ist extrem viel automatisiert. Das ist an sich auch ein Lied. Kann ich mal kurz entautomatisieren. Auch von Serien können wir ganz viel Filter als Informationen aufgepasst. Die dann halt dem die Bewegung geben. So gemixt habe ich gegroopt die Kick und den Bass, die Heads und Percussions, Synthesizer und Effekte
Und im Mixing-Bereich benutze ich eigentlich nur eine Compression, irgendwie leichten Kompressor drauf, in dem Fall jetzt auch eher im Mitten- und Tiefenbereich. Und ein Multiband, das benutze ich extremst gerne. Multiband ist einfach extrem gut, um Elemente, die kurz mal leise sind, rauszuholen und Elemente, die überwiegend laut sind, eben auch runterzudrücken und vor allem so einfach so eine Balance extrem hinzukriegen. Genau, der Zappel ist einfach so extrem. Diesen Multiband benutze ich sowohl bei Percussion als auch bei FX oder sonstiges. Zwei hintereinander. Einmal für den Low-Bereich, um da so ein bisschen Balance hinzukriegen. Einmal für die ganze Band. Soweit. Wir springen mal in die Mastering-Kette kurz rein. Das ist wirklich nur so eine kleine, aber ich wollte euch mal zeigen, wie da so meine Ansätze sind. Genau, ich master in Ableton. Ich glaube, es macht jeder anders irgendwie. Für mich ist es convenient, weil ich Ableton eh benutze. Und genau, leg mir dann hier meinen Track aus, habe alle Effekte immer auf der Spur quasi drauf. Und dann geht es so ein bisschen los. Das ist jetzt eben so eine, ich würde sagen, so eine Basic Mastering-Kette, die ich jetzt machen würde. Wenn mir jemand sagen würde, okay, du musst jetzt einen Track schnell fertig machen für heute Abend clubmäßig, dann würde ich wahrscheinlich so machen. Ich beginne mit Bass Mono. Ich benutze Utility, benutze aber auch den Q3 mit einem Bass Mono, in dem ich hier auf die Stereo-Splitting gehe und halt dann nur mitmache. Mids und Sides. Da müsste ich jetzt auf Mids Sides gehen und dann halt so hochziehe. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich bin da irgendwie noch am raustüfteln, wie die Utility genau funktioniert, was sie für einen Slope hat, wie gut es ist, jetzt die zu benutzen oder ob das soundtechnisch dann nochmal qualitätsmäßig einen Unterschied macht, wenn ich da jetzt Fabfilter benutzen würde. Ich habe es noch nicht so ganz raus, ich höre es nicht. Es ist bestimmt irgendwie, weiß ich nicht, auch an sich egal. Aber convenient ist es halt. Einfach das Utility reinziehen und Bass Mono. Ich bewege mich immer zwischen 120 und 140 Hertz Mono-Bereich. Kommt auf den Track und auch so ein bisschen auf die eben wie hoch der Bass ist, zum Beispiel bei so Schranz oder so, wo der Bass sehr hoch ist, benutze ich dementsprechend eine höhere Frequenz. Genau, dann Low Cutting. Das ist noch der. Das ist wirklich ein Life Changer für mich gewesen, was Anlagensound betrifft. Ich cutte, egal was, immer ab 30 Hertz ab. Weil es braucht kein Mensch.
Also es ist wirklich einfach wasted. So, es ist Energie, die die Anlagen nicht packen. Und auf Convenient-Geräten hörst du es sowieso nicht. Und deswegen ist es, hast du einfach einen viel, viel sauberen Bass dadurch, der in Clubs einfach nochmal eine Stange mehr drückt, weil die Bässe einfach stressfreier arbeiten können. Gucken, das wird man auch definitiv nicht hören. Wichtig dabei ist auf jeden Fall, Linear Phase zu machen, um quasi die Filter Slope so gerade im Verhältnis zu der Gain zu haben, dass der Sound sich die Soundstruktur sich nicht verändert und es keine Klangfärbung gibt quasi. Und somit in jeder Frequenzbereich, in jeder Lautstärke der Filter gleich ist. Genau, das hört man auf. Vielleicht ein bisschen, vielleicht ist es auch Einbildung. Ja. Aber es gibt einfach den ganzen Elementen nach oben viel, viel mehr Platz dann irgendwie, um arbeiten zu können. Dann geht's weiter mit einer Compression. Ich habe hier mein Lieblingspreset im C2, das ist das Mastering Mega Mid Control. Ist eben auch hauptsächlich Fokus hier ab 120 Hertz aufwärts, vor allem die Mitten werden schön compressed, um das einfach irgendwie so schön zusammenzudrücken. Genau. Dann geht es weiter mit Saturn. Benutze ich auf jedem Mastering eigentlich. Mal mehr, mal weniger. Der ist einfach so gut darin, Wärme und Volumen irgendwie in Sounds reinzukriegen. Hab hier auch ein Vierband-Preset, was ich immer benutze. Und dann verschiebe ich die Frequenzbereiche einfach so, wie ich sie gerne haben möchte. Der Saturn funktioniert über verschiedene Simulationen von eben Tubes, Amps und so weiter, Tapes. Und da kann man so ein bisschen rumprobieren. Ich benutze überwiegend eigentlich nur Clean Tube und Warm Tube. Warm Tube gibt so eine richtige, gefühlt analoge Wärme. Und macht es einfach so richtig so, ja, warm. Während ich jetzt so ein Mastering mache, bin ich immer konstant mit dem EQA tatsächlich am Gegenchecken, weil ich mit dem den irgendwie so in- und auswendig kenne mittlerweile, dass ich genau weiß, wie was aussehen muss auf dem, dafür, dass es richtig ist, und benutze zusätzlich auch noch Tonal Balance Control von Isotope, der mir auch so für die Kurve anzeigt. Preset. Ich glaube, das Ding benutzt eigentlich jeder, oder? genau. Und sonst check ich immer mit dem EQA, weil ich einfach genau weiß, wie irgendwie was aussehen muss auf dem. Und da muss jeder so seinen eigenen Drive finden und einfach die Tools, die du gut kannst, benutzen. So, das ist wirklich wichtig. Nicht 10.000 Plugins haben. Ich habe bestimmt 15.000 Euro ausgegeben für Plugins in meinem Leben. Bestimmt. Und ich benutze jetzt, weiß ich nicht, vielleicht ein Sechstel davon oder so. Ja, weil man früher dachte, ja, wenn du Plugins kaufst, dann bist du ein guter Produzent. Ja, so ist das.
Aber die Phase macht irgendwie jeder mal durch. Oder du hast kein Geld. Ja. Weiter geht's. Da passiert gar nichts. Den benutze ich eigentlich, wenn dann irgendwie, um irgendwelche Peaks rauszuholen. Grundsätzlich im Mastering benutze ich dann Dynamic EQ. Ist bei FabFilter extrem convenient. Kleine Peaks raus, vor allem in den hohen Frequenzen. Auch gerne mal nur partial, wenn irgendwo im Track Dinger sind, die sehr krass rauspeaken, dann automatisiere ich mir das. Und genau. Weiter geht's mit SSL. Vintage Drive. So ein Ding, was einfach eben so eine analoge Wärme irgendwie ballert. Kann man richtig, richtig brutal mit werden. Genau. Kannst du einfach so die Hütte rauskompressen damit. Und gibt irgendwie so eine Wärme. Ist an sich auch Geschmackssache. Ich mache meistens, wenn ich irgendwie Masterings rausschicke, und ich denke, dass es zu einem Track passen könnte, mache ich immer zwei Versionen oder drei Versionen mit Vintage Touch, ohne Vintage Touch, irgendwie mit verschiedenem Coloring. Grundsätzlich bin ich aber schon erpicht darauf, den Track, den ich kriege, auch in dem Vibe so wieder zurückzugeben und nicht jetzt meinen Stempel da drauf zu bappen mit irgendwie, das muss jetzt so ein Vibe haben oder es muss so abgemixt sein, weil es ist mein Signature oder so. Finde ich größten Schwachsinn. Genau. Multiband. Fleißiges Hüpfen. Einfach wirklich, um einen flachen Track dynamischer zu machen. Viel mehr Energie einfach dahinter, weil er so schön am Tanzen ist und irgendwie einfach nicht so eine platte Wurst. Genau. Viele Bänder, irgendwie dann geguckt, was irgendwie frequenztechnisch passt. Und vor allem hier im unteren Bereich die höheren Bässe und die tiefen Bässe richtig so jonglieren zu lassen. Immer der eine ist unten, der andere ist oben, pushen und so hast du immer garantiert irgendwie einen sauberen Low-End-Bereich. Dann Gullfoss Master, irgendwie ein Zauber-Plugin, ich weiß nicht, was da los ist. Man muss vorsichtig damit sein, aber ist richtig krass. Also es kostet irgendwie 180 Euro oder so. Gibt welche für Channels, gibt drei Versionen davon. Live, Gullfoss Live, Gullfoss Normal und Gullfoss Master. Live eben für eben Live-Anwendungen, Live-Sets oder sowas. Gullfoss Master zum Mastern und der Normale für einzelne Channels. Und es ist einfach irgendeine kranke KI, die es schafft, einfach nochmal mehr so jedes einzelne Element, wenn es sein muss, nochmal kurz zu pushen und dem kurzen Raum zu geben, einfach, dass es noch balancierter klingt. Hört man jetzt, glaube ich, gut. Kann ich aber mal empfehlen, da gibt es auch eine Demo, kann man mal auschecken. Nur im Low-End-Bereich würde ich vorsichtig sein, weil da macht er immer irgendwie komische Sachen. Das soll lieber auch compressed bleiben. Also was unten ist, kann ja wirklich eigentlich eine Wurst sein, bei Techno zumindest.
Genau. Dann das gute Ozone. Da mache ich auch noch so ein bisschen Equalizing, vor allem Imager, also Stereobild in verschiedenen Frequenzbereichen, wie breit sollen die Heads sein, die Mitten und so weiter. Und genau, dann noch ein bisschen Dynamic EQ auch nochmal. Da lasse ich tatsächlich auch für den Dynamic EQ immer mal gerne den Mastering Assistant laufen, weil die schon erstaunlich gut sind einfach und einem da so ein paar Dinger zeigen, wo man irgendwie selber nicht drauf kommt, finde ich. Das ist dann nochmal wie so ein extra Input von einer anderen Person, die dir zeigt, ach, du könntest auch so machen. Deswegen finde ich das immer ganz nice. Und dann benutze ich den Maximizer hier. Also ich mache immer zwei Versionen, wenn ich sie rausrendere fürs Mastering, eine laute Version und eine Stream-Version. Benutze ich den für die Stream-Version, also für Spotify, Apple Music und so weiter, für deren Anforderungen, was minus 14 bis minus 11 LUFS betrifft. Also, wenn ihr irgendwas nicht versteht, bitte sprecht, ne? Genau, dafür benutze ich den, lande ich meistens so bei minus 11 LUFS und wenn ich dann noch weiter die laute Version machen möchte für die DJs, die immer laute Tracks brauchen, mache ich hinten dran noch einen Fabfilter-Limiter, der das dann einfach nochmal rauspresst bis zum in dem Fall Oversampling so gut hochballern wie möglich, meiner Meinung nach. In dem Fall ist mache ich Attack and Release, spiele ich immer ein bisschen rum, lasse sie aber eigentlich immer so. Hab hier den Style Aggressive vom Fabfilter. Und genau. Transients immer hoch. Ich weiß nicht, ich finde da ist das obere Ende von den Transienten dann nicht so abgematscht. Ja, ich weiß auch nicht. Ist eher Rumprobiererei dann auch. Und Look-Ahead immer sinnvoll, ist jetzt hier nicht drauf, ist aber, wenn du einen guten Rechner hast, vor allem immer gut, weil er einfach Zeit hat, vorauszurechnen irgendwie. Und das vor allem bei krassen Lautheitsunterschieden, was bei so Techno-Tracks von Drop zu Nicht-Drop schon oft vorkommt, auf jeden Fall eine gute Sache. Genau. Tonal Bandits Control, wie gesagt. Und dann habe ich hier noch so einen Julien Loudness Meter, der mir einfach die LUFS anzeigt. Gibt's auch eine Free-Version, sehr zu empfehlen. Kann eigentlich alles, außer dass du diese Presets hier nicht hast. Und dass du diese aber sonst ist es ein sehr cooles Free-Tool. Du kannst auch noch A-B-Vergleiche machen, was ziemlich nice ist. Und du kannst es auch extern benutzen als eigenes Programm und da Tracks reinladen und dir die Dynamikverhältnisse von denen anschauen und so weiter. Genau. Ja, LUFS ist quasi eine Loudness auf Zeit gerechnet. Also wie laut ist etwas in einem bestimmten Abschnitt von Zeit. In dem Fall gibt es Long-Term- und Short-Term-Loudness und die Streaming-Dienste nutzen das, um alle Tracks eben auf ein gleiche Lautstärke-Level zu kriegen. Zum Beispiel bei Spotify, dass du halt, wenn du Musik hörst, dass nicht einer extrem laut ist und einer leiser. Dementsprechend gleichen die halt die Lautstärken an und das messen sie an der LUFS, weil das eben quasi eine Average Loudness über einen bestimmten Zeitraum ist. Und genau, auch abhängig eben von der Dynamik des Tracks, wie sehr compressed sie sind, wie krasse Lautstärkeunterschiede sie haben. Bei Techno ist es ja echt immer sehr
sehr, sehr eben compressed, flach. Aber bei Rap oder was nicht alles, Drum and Bass oder so, gibt es da ja oft sehr, sehr viele Unterschiede. Und da nutzt man eben dann die LUFS, um eine Average Loudness über einen Zeitraum zu rechnen. Genau. Und das ist dann ja eine Maßeinheit dafür, dass man das irgendwie vergleichen kann, vor allem. Genau. So weit, so gut. Bitte Fragen. Wir haben noch 4 Minuten. Haben wir ganz gut hingekriegt. Gibt's nicht? Ja? Ja, tatsächlich, aber das weiß ich jetzt gar nicht, weil ich das nochmal fix vorbereitet habe hier. Das hab ich nicht, weiß ich gerade nicht. Ja. -6. Ja, bitte. Ja. Ja, benutze ich auf jeden Fall, aber sehr reduziert, vielleicht 5% oder so. Ja, gibt vielleicht noch so, vielleicht ist auch nur fürs Gefühl noch so ein kleinen Kick irgendwie. Was ich beim Live-Sets viel benutze, sind Multibands. Und ja, sonst eigentlich nur Compression. Und dann gehe ich ja nochmal in mein externes Tool rein. Genau. Genau. So weit, so gut. Was kann ich noch erzählen? Ja, war es eigentlich.